Ägypten, einst Hort antiker Zivilisationen, Kornkammer des Römischen Reichs und begehrtes Objekt aller großen Herrscher des Nahen Ostens und darüber hinaus. Im Laufe der Jahrtausende regierten von Memphis, Alexandria und Kairo aus etliche Herrscher über den Nil und weite Teile der fruchtbaren Umgebung. Im Mittelalter geriet Ägypten zunächst ins Visier der muslimischen Araber, dann in das von christlichen Kreuzfahrern aus Europa und zuletzt von mongolischen Steppenkriegern aus Asien. Nachdem Sultan Saladin den Kreuzfahrern einen empfindlichen Schlag verpasst und die muslimische Herrschaft über das Heilige Land wieder sichergestellt hatte, etablierte sich urplötzlich ein ganz neuer Staat am Nil. Ein Staat, gegründet von den Mamluken, Militärsklaven, die aus Regionen wie der Ukraine und dem Kaukasus an muslimische Herrscher im Nahen Osten verkauft worden waren. Nach Jahrzehnten der unfreiwilligen Dienstleistungen rissen diese gebundenen Elitekämpfer die Macht an sich, setzten Saladins Dynastie ab und regierten fortan selbst von Ägypten aus über einen bedeutenden Teil des Nahen Ostens. Innerhalb weniger Jahre vertrieben sie die Kreuzfahrer aus der Levant und unter dem Kommando des Mamluken Baybars, einem kipchakisch-türkischen Exklaven, erlitten die Mongolen im Jahr 1260 ihre erste große Niederlage überhaupt. Die Mamluken beendeten so die großflächigen Mongolen-Invasionen. Unter ihrer Herrschaft blühte Ägypten von neuem wieder auf. Doch wer waren diese Sklaven, die abseits großer militärischer Leistungen auch viel in kulturelle Einrichtungen vom Nil bis Syrien investiert hatten und zudem über diplomatisches Geschick verfügten? Wie haben es diese zumeist türkisch- und tscherkessischstämmigen Sklaven überhaupt geschafft, zu den Herrschern Ägyptens und der Levante aufzusteigen? Und welche Bedeutung hatte das Mamlukenreich für die weitere Geschichte des Nahen Ostens und des Mittelmeeres? Es ist an der Zeit, diesen Fragen endlich auf den Grund zu gehen. Von der Dornensavanne entlang der Küste zum Mittelmeer, über das Nildelta bis zu den zahlreichen Wüsten und Oasen im Süden, ist Ägypten zuallererst bekannt als Region, in der eine der ersten Hochkulturen der Welt entstand. Neben den Sumerern in Mesopotamien, den nordindischen Kulturen am Ganges und der Xia-Dynastie in Nordchina blühte in Ägypten die menschliche Kultur auf. Vom professionellen Ackerbau über die Verstädterung bis hin zur komplexen Gesellschaft, bestehend aus Bauern, Arbeitern, Kaufleuten und Kriegern, gilt Ägypten heute als eine der ersten großen Zivilisationen der Menschheit. Der Nil, der sich am Delta zum Mittelmeer sammelt und sich in Nubien in zwei Nebenflüsse spaltet, war einer der Hauptgründe dafür, dass Ägypten über Nahrung im Überfluss verfügte, wenn auch nicht durchgehend. Davon abgesehen ist seine geostrategische Lage, ähnlich wie die Türkei im Norden, von historischer Bedeutung. Ägypten war als Übergang von Afrika nach Eurasien buchstäblich das Tor zu einer anderen Welt. Doch auch lange nach dem Untergang des alten Ägypten mit seinen Pharaonen blieb das Land am Nil im Visier zahlreicher Großreiche in Antike und Mittelalter. Die Nachfolger von Alexander dem Großen errichteten hier das langlebigste aller Diadochenreiche und verbreiteten hier und da den Hellenismus. Die Römer erfreuten sich später nach der de facto Einverleibung durch Julius Caesar darüber, dass sie beispielsweise ihre Soldaten in Germanien mit Lebensmitteln vom Nil versorgen konnten. Und unter der Herrschaft des Byzantinischen Reichs, also Ostroms, blühte Ägypten zu einem der wichtigsten Orte für die orthodoxe Christenheit auf. Aber mit dem Aufkommen der muslimischen Araber aus dem Südosten änderte sich die Lage für immer. Für knapp 800 Jahre verblieb Ägypten in der Hand der muslimischen Kalifate, angefangen mit dem Raschidun-Kalifat im 7. Jahrhundert bis hin zur Dynastie der Ayyubiden im 13. Jahrhundert. In dieser Zeit vermischten sich die altägyptischen sowie christlichen Traditionen mit den neuen muslimischen Glaubenssätzen. In der Zeit, als Sultan Saladin seine Ayyubiden-Dynastie etablierte, war das letzte echte Kalifat mit Herrschaftsanspruch über die gesamte islamische Welt, das der Abbasiden in Bagdad, längst zerbröckelt. Damit ging die politische Zersplitterung in Nordafrika und dem Nahen Osten einher. Selbst in Andalusien, dem Zentrum für Hochkultur im Mittelalter, herrschten abwechselnd verschiedene muslimische Dynastien, die nicht nur gegen die christlichen Staaten, sondern auch gegen sich selbst kämpften. Als dann die Kreuzzüge um das Jahr 1100 herum begannen und tausende von christlichen Kreuzfahrern aus Europa in der Levante landeten, stand Ägypten vor einer Richtungsentscheidung. Denn die religiösen Eiferer aus dem sogenannten Frankenlande hatten es nicht nur auf Jerusalem und andere heilige Stätten der Christenheit, sondern gerade auf die einstige Kornkammer der Römer abgesehen. Die größtenteils von Muslimen angeführten Ländereien in der Region waren ohnehin nicht mehr unter einem Kalifen wirklich vereint. Die eine große mächtige Autorität
gab es schlichtweg nicht mehr, denn auch die türkischen Seldschuken hatten sich längst entzweigeteilt. Doch ein gewisser Saladin vereinigte die Kräfte und bereitete den Träumereien der Könige und Päpste Europas ein vorzeitiges Ende. Bei der berühmten Schlacht am Horn von Hattin in Galiläa besiegte seine Armee das gegnerische Heer, das sich aus Kriegern zusammensetzte, die im Auftrag der Kreuzfahrerstaaten ins Feld gestürmt wurden. Das Heer, das Saladin angeführt hatte, war stärker, wohl auch zahlenmäßig überlegen. Aber beide Heere hatten eins gemeinsam: Es befanden sich Türken unter den Soldaten. Von den rund 22.000 Kreuzfahrern waren 4.000 den sogenannten Turkopolen zuzuordnen. Ein Turkopole war nicht unbedingt jemand mit gemischter türkisch-polnischer Abstammung, wie der Name vermuten mag, sondern vor allem ein Mann, der aus einer türkischen Familie stammte und sich als Söldner von Europäern hatte engagieren lassen. Neben anatolischen Türken waren auch Pechenegen vertreten, einer der großen Urstämme, und darüber hinaus hier und da auch Griechen und einheimische Syrer. Sie alle kämpften im Auftrag der Christenheit gegen die Muslime. Aber auch auf der anderen Seite waren Menschen mit praktisch türkischem Migrationshintergrund im Einsatz. Von den schätzungsweise mal 20.000 mal 45.000 Soldaten Saladins gehörten knapp 12.000 zur Mamlukengarde. Der Begriff Mamluk beschreibt Sklaven, die in den Diensten ihres Herrn die Kampfkünste erlernen und gegebenenfalls zu den Waffen greifen mussten. Ein Mamluke wurde nach einiger Zeit vom Meister wieder freigelassen, aber er musste weiterhin loyal bleiben und dem Haushalt dienlich sein. Er war also ein engagierter Söldner mit fester Bindung und weniger ein gedemütigter Sklave, wie es unserem Bild aus dem Geschichtsunterricht entspricht. Die meisten Mamluken, die unter Saladin und dessen Nachfolgern in Ägypten dienten und kämpften, waren Kipchaken. Bei den Kipchak handelte es sich um ein Turkvolk, das nach dem Zusammenbruch des zweiten Göktürk-Khaganats vom Altai in Zentralasien nach Westen wanderte. Zur Zeit der Kreuzzüge beherrschten die Kipchaken dann einen breiten Streifen von Zentralasien über die ukrainische Steppe bis nach Bulgarien. Diese tengristischen Türken sind in Europa als Kumanen in die Geschichte eingegangen. Weil das Kumanenreich in Wahrheit aber aus vielen verschiedenen Stämmen und sogar Föderationen bestand, gelangte eine bedeutende Anzahl türkischer Krieger auch in den Nahen Osten. Im Gegensatz zu den Osttürken, die auch zuvor als Sklaven an die Araber verkauft worden waren und ihren arabischen Feldherren dienen mussten, landeten die Kipchaken in Ägypten. Sie stiegen dank ihrer exzellenten Kampfkünste zu Elitesoldaten auf und dienten, ähnlich wie die Osttürken bei den Abbasiden, dem Sultan der Ayyubiden höchstpersönlich. Sultan As-Salih war der letzte der Ayyubidenherrscher. Er hatte als Vizekönig einst 1000 Mamluken in einem Streich aus Syrien und Arabien eingekauft, die ihm später loyal zur Seite stehen sollten. Es waren also nicht alle Mamluken türkischstämmig, aber die meisten. Diese Krieger aus der eurasischen Steppe waren angesichts der klimatischen, aber auch wirtschaftlichen Situation daheim schlichtweg ausgezeichnete Kämpfer auf dem Pferd wie auch zu Fuß. Diese angeblich loyalen Militärsklaven kamen um das Jahr 1250 herum jedoch in Konflikt mit ihrem Herrn. Der Auslöser war ausgerechnet ein Kreuzzug durch europäische Kräfte. Und so brach die Epoche der Mamlukenherrschaft heran. Sultan As-Salih stand unter Druck. Er hatte jenen Mamluken, die ihm als Vizekönig treu zur Seite gestanden hatten, bis dahin ungekannte Privilegien zugesichert. Mit ihrer Hilfe besiegte er einige kleinere Kreuzfahrerstaaten. Aber gerade als er die Belagerung der syrischen Stadt Homs angesetzt hatte, um nicht irgendwelchen Christen, sondern seinen Vettern und Ayyubiden eins auszuwischen, ereilte ihm die Nachricht eines neuen Kreuzzugs. Ludwig IX., König von Frankreich, war höchstpersönlich mit einem großen Kreuzfahrerheer in Zypern gelandet und wollte offenkundig von dort aus in Ägypten einfallen. Ludwig hatte geplant, den Traum seiner Vorgänger zu verwirklichen. Deshalb brach Salih die Belagerung in Syrien ab und zog sich nach Ägypten zurück. Aufgrund der Witterungsbedingungen verbrachten Ludwigs Truppen den Winter von 1248 und 49 in Isolation in Zypern. Einige hundert von ihnen starben an Krankheit. Derweil hatte sich der König diplomatisch in der Levante bemüht, gegen die Ayyubiden zu mobilisieren. Er vereinbarte sogar mit den Mongolen, parallele Angriffe auf die Muslime zu führen. Dann, am 19. Mai 1249, starteten die Kreuzfahrer endlich ihre Invasion und brachen über See nach Ägypten auf. Sie nahmen die Stadt Demyet ein, kampflos. Ein verheerender Rückschlag für Salih, denn nun hatten die Angreifer Zugriff auf eine stark befestigte und außerdem ehemals Kreuzfahrer-Hochburg und auf Vorräte. Salih war so aufgebracht,
dass er rund 4 Dutzend Stammeskrieger der Banu Kinanach, die die Stadt kampflos geräumt hatten, strangulieren ließ. Nur durch ein Veto der Mamluken in seinem Heer sah er von weiteren Bestrafungen ab. Zur gleichen Zeit erkrankte er selbst. Kurz bevor im Winter 1249 die Kreuzfahrer und die Ayyubiden bei Al-Mansura aufeinandertrafen, verstarb Salih. Dies verminderte die Moral der Ayyubiden enorm, denn die Herrschaft der Ayyubiden war nicht abgesichert. Salihs Nachfolger Turanschah war zudem noch in Hasan Cave in Anatolien stationiert. Während in Ägypten eine Lieblingssklavin von Salih versuchte, ihren Sohn auf den Thron zu setzen, startete Robert von Artois, einer der Kommandeure der Kreuzfahrerarmee, einen Überraschungsangriff auf das muslimische Heer nebenan. Die Ayyubiden wurden überrannt, ihr führender Kommandant getötet, ehe er sich überhaupt eine Rüstung anlegen konnte. Chaos brach im Lager aus und viele Ayyubiden-Soldaten zogen sich zurück. Als Artois ihre Verfolgung aufnahm, geriet er jedoch in die Falle der Mamluken, die sich unter den Geflüchteten befunden hatten. Ein gewisser Ruhadin Barbas hatte ihn hierher gelockt. Artois konnte schwer verwundet fliehen, seine schwere Kavallerie wurde in den engen Straßen zermürbt und vernichtet. König Ludwig setzte gleichzeitig zur Belagerung der Stadt Al-Mansura an. Aber Baybars Truppen starteten einen Gegenangriff. Die Kreuzfahrer wurden besiegt, auch aufgrund der hohen krankheitsbedingten Verluste. Als im Frühjahr 1250 Turanschah eintraf und die Kreuzfahrer bei Fariskur besiegte, zog sich Ludwig mit seinen Truppen endgültig zurück. Doch Baybars Mamluken folgten ihnen nach Damiet. Er nahm Ludwig mitsamt seinem Heer gefangen. Während Turanschah, der eigentlich die Kontrolle über die Armeen innehaben sollte, die Hinrichtung fast aller Gefangenen veranlasste, ließ er den französischen König in Ketten in den Kerker werfen. Ludwig konnte daraufhin seine Freilassung und die hochrangiger Barone aushandeln, gegen eine sehr hohe Summe. Alle übrigen Gefangenen wurden in die Sklaverei nach Bagdad beordert. Doch mit einem Schlag änderte sich Ludwigs Verhandlungsmasse. Denn Turanschah war ermordet worden, durch die Mamluken. Was war geschehen? Wieso wandten sich die treu ergebenen Kipchaken ausgerechnet in diesem Moment gegen ihren neuen Herrn? Antworten finden wir im Verhalten des neuen Sultans. Denn Turanschah wollte sich der Mamluken entledigen. Zu mächtig waren die Sklaven am Hof der Ayyubiden geworden, als dass er sie nebst seiner eigenen Herrschaft als rechtmäßiger Sultan hätte tolerieren können. Die Mamluken verfügten nämlich, wie der Kreuzzug gezeigt hat, über politischen Einfluss auf Sultan Salih. Es war dann die einstige Haremsfrau von Salih, Shahanshah Addur, die die Mamluken heimlich über Turanschahs Pläne informiert hatte. Sie erhoffte sich, beide gegeneinander auszuspielen und selbst die Macht zu ergreifen. Jedenfalls unter vorgeschobener Hand, mit Hilfe ihres Sohnes als neuen Sultan. Die Mamluken kamen Turanschah deshalb zuvor. Am 2. Mai erstach Baybars den eigentlichen Sultan in Fariskur. Turanschah stürzte auf der Flucht von einem Holzturm in den Nil herab. Nach diesem filmreifen Attentat setzte das Chaos in Ägypten ein. Shahanshah Addur wollte ihren Sohn endlich zum Sultan der Ayyubiden ausrufen, aber die Mamluken wussten das zu verhindern. Sie wussten, dass sie gefährlich war und sie erzwangen deshalb ihre Heirat mit Aybak, einem ihrer Leute. Aybak sollte neuer Herrscher werden, während sie an seiner Seite stehen durfte. Sie behielt somit ihre bisherige Autorität am Hofe bei, trat jedoch ihren Thronanspruch an die Mamluken ab und somit auch den der Ayyubiden. Aybak war sich der schwierigen Lage seiner Mamluken jedoch bewusst. Die meisten seiner Leute kamen aus der ukrainisch-hasardischen Steppe. Sie waren Türken, die in europäischen wie auch arabischen Chroniken zumeist als groß und mit asiatischem Gesicht beschrieben werden. So gesehen gab es eine Diskrepanz zwischen der kipchakisch-türkischen Mamlukenkaste einerseits und den einheimischen, muslimisch wie christlich geprägten Ägyptern im Volk andererseits. Deshalb spielte Aybak den Bescheidenen. Er bat den Kalifen in Bagdad als Mediator aufzutreten. Nach einigen Machtkämpfen zwischen den übrig gebliebenen Mitgliedern der Ayyubiden mit den Mamluken schlug der Kalif eine Teilung vor. Angesichts des Feldzugs der Mongolen in den Irak wollte er seine Glaubensbrüder vereint sehen und nicht im Kampf miteinander. Als Teil dieser offiziellen Vereinbarung behielten die Ayyubiden-Emire die Levante und Teile Palästinas. Ägypten ging jedoch an die Mamluken, mitsamt dem Sinai. Aybak war ein Coup gelungen. Er hatte somit die Anerkennung seiner Herrschaft durch den Kalifen, dem de jure Oberhaupt aller Muslime, errungen. Seine Herrschaft wusste er auch rechtzeitig abzusichern
denn er ließ andere mächtige Mamluken nicht einmal in die Nähe seines Throns. Während er von Kairo aus mehrere Rebellionen im Mittel- und Oberägypten niederschlagen ließ, entledigte er sich auch den Salihia-Mamluken. Salihia-Mamluken waren jene Sklaven, die vom verstorbenen Salih angeheuert bzw. gekauft worden waren. Einer von ihnen war Baybars gewesen, kipchakisch-türkischer Kriegsheld der Muslime gegen die Kreuzfahrer. Er war besonders beliebt unter seinen Truppen. Aybak ließ deshalb seinen Anführer töten, Aktay. Einmal mehr wurden die Karten in Ägypten neu gemischt. Viele Mamluken Aktays flüchteten urplötzlich vom Nil nach Syrien und schlossen sich dort ausgerechnet ihren Feinden an, den Ayyubiden. Auch Baybars befand sich unter ihnen. Nur wenige blieben zurück, darunter ein gewisser Kutus. Aber Aybak kam trotzdem in Gefahr. Nach einigen Jahren der Intrige wandte sich seine Zwangsehefrau, die Haremsklavin Shatshar al-Durr, gegen ihn und ließ ihn mitten im Bad ermorden. Jene Mamluken, die auf Aybaks Seite gestanden hatten, schenken ihr jedoch nicht den Glauben, dass Aybak urplötzlich in der Nacht verstorben sei, und sperrten sie in einem Turm ein. Später fand man sie erschlagen vor dem Eingang im Schlamm liegen. Schaulustige hatten viele ihrer wertvollen Juwelen am Körper erbeutet. Erst nach einigen Tagen wurde sie begraben. Kutus Mamluken setzten nun Aybaks Sohn Nureddin Ali auf den Thron. Als 14- oder 15-jähriger Junge verblieb er jedoch eine Marionette der Mamluken von Kutus, die weiterhin das Sagen hatten. Während dieser paar Jahre der Kreuzzüge, Intrigen und Rebellionen hatte sich eine ganz andere Gefahr aus dem Osten her angebahnt, die alle Feinde der Mamluken in den Schatten stellte. Das Mongolische Reich. Denn während sich in abwechselnden Koalitionen die Ayyubiden, Kreuzfahrer und Mamluken um ein Stück Land in der Levante gestritten hatten, waren die Mongolen unter der Herrschaft von Hülegü in Syrien eingetroffen. Der Enkel des legendären Genghis Khan erweiterte das Einflussgebiet der Mongolen um weite Teile Anatoliens und des Nahen Ostens. Seine Armeen stießen in zwei Richtungen vor. Zum einen nach Bagdad, dem Sitz des Kalifen und de facto Hauptstadt der muslimischen Welt. Zum anderen nach Syrien. Da die Mongolen zu jener Zeit und zu Recht den Ruf einer unaufhaltbaren, gar unbesiegbaren Nation trugen und zudem alle Fraktionen in der Region bereits geschwächt waren, mussten die Mamluken mit einem Einmarsch auch nach Ägypten rechnen. Ein neuer Krieg stand bevor. Doch mit jeder Katastrophe kommt auch eine Chance. Diesmal für Baybars. Die Geschichte der Mongolen ist gemeinhin bekannt. Nach vielen Jahren anarchischer Zustände versammelte einst ein Steppenkrieger namens Temüjin alle Stämme und Clans in der Mongolei, vereinigte sie unter seinem Banner und ließ sich dann zum universalen Herrscher ausrufen, zu Genghis Khan. Dann setzte er zu einer Art Weltherrschaftskampagne an und eroberte mit seinen Nomadenkriegern im Gepäck weite Teile Asiens. Genghis Khans Reich wurde als Mongol-Ulus bezeichnet, und Genghis leitet sich vom alttürkischen Wort für Meer, Tengis, ab. Ulus bedeutete zudem im Alttürkischen so viel wie Nation. Ein Begriff, der noch heute im modernen Türkischen Verwendung findet. Temüjin hatte bei der teils gewalttätigen Vereinigung der Nomadenstämme auch jene mit einbezogen, die Teil eines Turkvolks gewesen waren, wie die benachbarten Naimanen und Keraiten. Entsprechend bestand ein bedeutender Teil der mongolischen Horde, wobei Horde aus dem türkischen Wort für Armee, Ordu, kommt, aus Türken. Nach Genghis Khans Tod im Jahr 1227 übernahmen seine Söhne die Verwaltung des Reichs, das sie in vier Zonen einteilt. Bis dahin hatten die Mongolen andere Turkvölker in Zentralasien, aber auch Persien und Osteuropa regelrecht überrannt. Und die Chinesen, die sie in Ostasien besiegt und versklavt hatten, schickten sie nun in den Westteil des Reiches, um sich ihre Kenntnisse zu Belagerungstechniken zunutze zu machen. Nachdem die Mamluken den Kreuzzug abgewehrt und die Ayyubiden aus Ägypten vertrieben hatten, sahen sie sich nun mit dem mongolischen Reich konfrontiert, das in Teilen nicht nur aus Freiwilligen, sondern auch Militärsklaven bestand, wie ihre eigene Dynastie auch. Zu jener Zeit regierte Mönke über das Mongolen-Kaganat. Mönkes Vater hatte einst das turko-persische Horasan-Reich vernichtet und der islamisch geprägten Welt einen wirtschaftlichen Schlag verpasst und eine Schockwelle ausgelöst, die bis nach Ägypten spürbar war. Mönke vergab nun seinem jüngeren Bruder Hülegü den Auftrag, die restlichen muslimischen Staaten zu vernichten. Buchstäblich. Jene, die sich im Vornherein ergaben, sollten mit Milde behandelt und alle anderen mit größter Härte bestraft werden. Dies entsprach der üblichen Strategie der tengristischen
teils aber bereits christlich und muslimisch beeinflussten Mongolen seit Genghis Khan. Manchmal reichte das bloße Gerücht, dass die Mongolen auf dem Vormarsch seien, damit sich eine Stadt den Angreifern ohne Kampf ergab. Aber als die Mongolen im Nahen Osten ankamen, trafen sie sehr wohl auf Widerstand. Nachdem sie die Seldschuken bei Köse-Dar besiegt hatten, stiegen die Mongolen zu den Herrschern Anatoliens auf. Die Rum-Seldschuken und das Kaiserreich Trapezunt wurden zu ihren Vasallen. Weil im Widerstandskampf der Anatolier auch bewaffnete syrische Freiwillige vertreten waren und gegen die Mongolen gekämpft hatten, zogen die mongolischen Krieger als Bestrafung weiter in den Süden. Sie übernahmen die Kontrolle in weiten Teilen Syriens, das damals noch zum Ayyubiden-Sultanat gehört hatte. Aber Sultan As-Salih übernahm keinen weiteren Versuch, die Mongolen aufzuhalten und verpasste somit eine Chance, deren Vormarsch in das Zentrum der islamischen Welt zu verlangsamen. Nachdem nun die Mamluken die Sultane in Ägypten stellten, befanden sich Hülegüs Truppen bereits im heutigen Irak. Sie belagerten Bagdad im Jahr 1258, auch mit Hilfe von Soldaten aus Georgien, Armenien und fränkischen Kreuzfahrern aus dem Fürstentum Antiochia. Dieses Ereignis wird von Historikern mit dem Ende des islamischen goldenen Zeitalters in Verbindung gebracht. Die Stadt wurde nach der Besetzung entvölkert und in Trümmern gesetzt. Mongolische Soldaten plünderten die Moscheen, Bibliotheken und angeblich sogar Krankenhäuser, als Bestrafung dafür, dass Bagdad im Vorfeld nicht kapituliert hatte. Das Haus der Weisheit, in der tausende von Büchern und Chroniken gelagert waren, wurde zerstört. Es heißt, der Tigris hätte sich schwarz gefärbt, durch die Tinte jener Bücher, die von den Mongolen in den Fluss geworfen worden waren. In jedem Fall wurde Bagdad tatsächlich schwer von den Plünderungen getroffen. Wirtschaftlich nahm die gesamte Umgebung großen Schaden. Vor allem aber fand die Abbasiden-Dynastie ein Ende. Al-Mustasim, der letzte Kalif, wurde von den Mongolen zunächst verschont. Es handelte sich schließlich um einen direkten Nachfahren des Propheten Mohammed, aber dann vorsichtshalber ohne Blutvergießen getötet. Dessen Familie wurde im Übrigen sofort hingerichtet. All die Eroberungen, Plünderungen und das Blutvergießen gegenüber den Zivilisten hatten großen Eindruck in Ägypten hinterlassen. Die Mamluken von Kutus, der hinter den Kulissen das Sagen hatte, waren sich der Gefahr der Mongolen bewusst. Sie etablierten zunächst das Abbasiden-Kalifat erneut, diesmal mit Sitz in Kairo. Die neuen Kalifen setzten sich aus den Nachfahren der Flüchtlinge aus Bagdad zusammen. Dann begannen die Mamluken mit einer Gegenoffensive ihrerseits in Syrien. Allerdings gab es noch eine dritte Fraktion, die ihnen große Kopfschmerzen bereiten sollte: die christlichen Kreuzfahrer. Denn einige von ihnen hatten sich mit den Mongolen verbündet, von denen sie annahmen, dass es sich um nestorianische Christen handle. Die Hoffnung der Christen im Nahen Osten, die Mongolen im Kampf gegen die muslimischen Staaten gebrauchen zu können, bewahrheiteten sich jedoch nicht wirklich. Denn Papst Alexander IV. Untersagte allen Christen, mit den Mongolen zusammenzuarbeiten. Trotzdem schmiegten sich einige christliche Fürsten an die Steppenkrieger und wurden deshalb von der Kirche bestraft. Um das ambivalente Verhältnis zwischen den Kreuzfahrern und den Mongolen besser zu verstehen und dadurch auch unser Mosaik des Dreikampfs mit Einbezug der Mamluken zu erweitern, machen wir einen kleinen Exkurs nach Europa. Natürlich hatten die Mongolen auch hier ihre Spuren hinterlassen. Die europäischen Spitzenpolitiker, die Geistlichen und Geschäftsleute, aber auch der kleine Mann reagierten ebenso entsetzt auf die anrückenden mongolischen Armeen wie der gesamte Nahe Osten. Am 9. April 1241 stellte sich ein Heer von schlesischen und polnischen Soldaten den Invasoren bei Liegnitz. Die Europäer wurden vernichtend geschlagen und Heinrich II., damals Prinzeps von Schlesien und Polen, getötet. Die mongolische Armee wurde von Batukan angeführt und marschierte weiter nach Ungarn. Dort traf sie nur zwei Tage später erneut auf Widerstand. Diesmal besiegte das aus 15.000 bis 30.000 Reitern bestehende Mongolenheer eine ungarische Armee, die sich aus Tempelrittern und Bogenschützen zusammengesetzt hatte. Erneut errungen die Mongolen einen Sieg, diesmal bei Muchi in Ungarn. Die Mongolen waren eigentlich so weit vorgedrungen, um den König von Ungarn, Béla IV., für die Aufnahme kumanisch-kipchakischer Flüchtlinge zu bestrafen. Der König floh nach der Schlacht nach Österreich, wo man ihm Asyl gewährte. Das mongolische Reich hatte nur kurz nach ihrer Ankunft in Europa weite Teile Ungarns, Ruteniens, den nördlichen Karpaten und Transsilvanien erobert. Die äußerst brutale Vorgehensweise, angeblich wurden 15-25% aller Menschen in Ungarn dabei getötet, löste eine Hysterie in ganz Europa aus. Unter der weit verbreiteten Annahme, dass die Mongolen es auf Böhmen,
und dann auf das Heilige Römische Reich abgesehen hätten, begann ein neuer Kreuzzug, diesmal gegen die tengristischen Mongolen. Deutsche Kirchenvertreter erklärten den Landfrieden im Heiligen Römischen Reich, damit sich alle kleinen Fürstentümer militärisch auf die Invasoren fokussieren konnten. Als Anführer des Kreuzzugs erklärte sich Konrad IV. Bereit, König von Deutschland und Italien aus der Familie Hohenstaufen. Der Sohn des deutschen Kaisers, damals Friedrich II., war symbolisch zum König von Jerusalem ausgerufen worden und ergriff die Chance, sich als würdigen Nachfolger seines Vaters zu etablieren. Sein Vater erklärte den Kampf gegen die Mongolen zur christlichen Pflicht und ließ seine Botschaften unter anderem nach Frankreich, Spanien, England, Burgund, Norwegen und sogar bis nach Zypern verbreiten, in der Hoffnung, Freiwillige sammeln zu können. Nachdem Konrad seine kleine Armee in Nürnberg gesammelt hatte, marschierte er am 1. Juli gen Osten los. Aber als er am 16. Juli in Weiden ankam, war niemand anzutreffen. Die Mongolen hatten sich bereits zurückgezogen. Anscheinend hatten sie doch kein allzu großes Interesse am Heiligen Römischen Reich gehabt. Und da sich der Regent von Konrad dessen Abwesenheit zunutze machte und zu Hause eine Rebellion startete, sah sich der deutsche König zur Auflösung seiner Armee gezwungen. Dadurch verärgerte er natürlich jene Bischöfe, die für die Rekrutierung geworben hatten. Obwohl sich in Europa und sogar bis nach Arabien die Legende verbreitete, dass sein sogenanntes deutsch-österreichisches Heer die Mongolen eben hier in Weiden besiegt und verdrängt hatte, muss deshalb betont werden, dass es nie zum Kontakt zwischen Konrads Truppen und den Eindringlingen kam. Die Mongolen waren zur Bestrafung in Ungarn eingefallen, hatten das Land geplündert und sich dann wieder in die Ukraine zurückgezogen. Solche Legendenbildungen können angesichts einer so gefährlichen Übermacht wie den Mongolen dienlich sein, um andere zum Kampf zu motivieren. Aber sie sind schlichtweg erfunden. An dieser Stelle sei erwähnt, dass der Autor, Erzähler und Produzent dieses Films ebenfalls einst solch eine Legendenerzählung hautnah miterleben konnte. Nämlich, als seine Dozentin in einer Vorlesung im Fach mittelalterliche Geschichte an einer gewissen deutschen Universität ernsthaft behauptete, dass die Mongolen bereits bei der ersten Schlacht, also bei Liegnitz, besiegt worden waren und sich deshalb aus Europa hätten zurückziehen müssen. Dabei haben wir gesehen, dass es genau andersherum war. Außerdem starb 1241 Ögedei Khan, Sohn des Genghis Khan. Alle mongolischen Generäle und Adligen, insbesondere die Familienangehörigen, waren deshalb aufgerufen, ihre Militäroperationen einzustellen, kehrtzumachen und in der Mongolei beim Kurultai, einer Art Nationalversammlung, den neuen Khan zu wählen oder zumindest zu versuchen, darauf Einfluss zu nehmen. Deshalb zogen sich die Mongolen so schnell zurück und tauchten später wieder in Osteuropa auf. Diesen Fakt ließ die Dozentin damals jedoch aus. Überhaupt fand sie es eigenartigerweise wichtiger, ihren anwesenden Studenten einen 85-minütigen Vortrag über die Essensgewohnheiten im mittelalterlichen Europa anzutun, als in den restlichen verbliebenen 5 Minuten wenigstens die Wahrheit über die Mongolen zu erzählen. Aber so läuft das nun mal in deutschen Universitäten. Man muss sich eben Prioritäten setzen. Aber zurück zu den Fakten. Nachdem die Mongolen aus Europa abgezogen waren und 9 Jahre später der Kreuzzug von Ludwig IX. Gescheitert war, erfolgte langsam ein Paradigmenwechsel. Denn die Mamluken stellten ab 1250 die größte Gefahr für die Kreuzfahrerstaaten dar. Weil die Mongolen es zugleich auf das muslimische Bagdad und Syrien abgesehen hatten, wurden sie zumindest von einigen Europäern als potenzielle Verbündete gegen die Muslime eingestuft. 1259 kam Bewegung in die Sache. Hülegü überquerte im September den Euphrat und stieß nach Syrien vor. Hethum I., König des armenischen Kilikien in Südanatolien, erkannte sofort die Oberherrschaft der Mongolen an, in der Hoffnung, dass die Eindringlinge das heilige Land im Namen des Christentums von den Muslimen befreien würden. Und das alles nur, weil Hülegüs Familienangehörige teilweise zum nestorianischen Christentum übergetreten war. Bohemund IV. War zu jener Zeit Fürst von Antiochia und Graf von Sipolis und nahm die Mongolen begeistert auf. Als Hülegü Aleppo eroberte und kurz darauf der mongolische General Kitbuka die alte Stadt Damaskus, brach Jubel bei den ortsansässigen Christen aus. In der Freude betranken sich Hunderte, vielleicht gar Tausende, auf den Straßen mit Wein, ließen alle Kirchenglocken läuten und brannten sogar mehrere Moscheen nieder. Und das während des Fastenmonats Ramadan. Die Mamluken nahmen, milde gesagt, Notiz von diesen Ereignissen. Kutus versöhnte sich daraufhin mit Baybars und den anderen Salihir-Mamluken, die auch als Bahri-Mamluken bekannt waren.
Hülegü musste sich jedenfalls wieder zurückziehen, da Mönkekan gestorben war und er auf dem Kurultai gebraucht wurde. Gleichzeitig ist dokumentiert, dass Hülegü den logistischen Aufwand zur Aufrechterhaltung seiner Armee beklagte und der alten Tradition folgte, in den Sommermonaten in den kühlen Norden zu ziehen, so wie die Turkvölker es auch immer getan hatten. Entsprechend ließ Hülegü nur einen kleinen Teil seiner Großarmee in der Levante zurück. Sein Versuch, die Mamluken zur Aufgabe zu zwingen, schlug jedoch fehl. Kutus ließ Hülegüs Gesandte hinrichten. Daraufhin zog der Mongole endgültig ab und übergab seinem General Kitbuka das Kommando. Eine große, alles entscheidende Schlacht stand bevor. Denn nach dem Kreuzzug und den internen Machtkämpfen in Ägypten regierte er das einzig verbliebene muslimische Großreich. Alle Augen in der muslimischen Welt waren auf ihn und seine Mamluken gerichtet. Entsprechend sah er die Chance gekommen, durch die Abwehr der Mongolen die Mamluken als rechtmäßige Herrscher Ägyptens zu legitimieren und natürlich auch Prestige und Einfluss über Ägypten hinaus zu sammeln. Aber Kutus, Baybars und Co. hatten auch persönliche Gründe, gegen die Mongolen anzutreten. Fast alle Mamluken der Oberschicht waren türkisch-kipchakischen Ursprungs. Ihre Heimat war das der Kumanen gewesen. Und jenes Kumanenreich wurde von den Mongolen so schlimm behandelt, dass die Flucht des kumanischen Adels nach Ungarn sogar den mongolischen Einfall und die beinahe Zerstörung Ungarns verursacht hatte. Außerdem hatte Genghis Khan zwei Jahrzehnte zuvor einen äußerst brutalen Krieg gegen die Horasan-Schahs in Persien und Zentralasien geführt. Bei jenen handelte es sich ebenfalls um türkischstämmige Krieger, Politiker und einfache Bürger. Obwohl das mongolische Reich auch aus türkischen Soldaten bestand und die türkisch-mongolische Symbiose aus früheren Zeiten erkennbar war, müssen die Mamluken die antitürkischen Aktionen der Mongolen persönlich genommen haben. Und so marschierte Kutus mit allem Eifer im August 1260 nach Akkon vor. Dort erfuhr er, dass Kitbuka den Jordan überschritten hatte und in Galiläa eingezogen war. Kutus stieß über Nazareth weiter vor und kam am 2. September in Ain Jalut an. Am nächsten Morgen nahm die Geschichte ihren Lauf. Auf der einen Seite standen die Mongolen und Soldaten aus dem Königreich Georgien, das vassalisiert worden war, sowie dem armenischen Kilikien aus dem Gebiet der Rumseldschuken und von den Ayyubiden-Emiren aus Homs und Banyas in Syrien. Teile der Ayyubiden hatten sich den Mongolen angeschlossen, um die Mamluken in die Enge zu treiben. Auf der anderen Seite wurden die Mongolen vom ayyubidischen Emir von Kerak und dessen Soldaten unterstützt. Das christliche Königreich Jerusalem blieb aus Angst vor der Reaktion des Papstes zwar unparteiisch, gewährte aber wohlwollend den Mamluken Zugang durch ihr Gebiet. So hatte es Kutus geschafft, die Mongolen an einer schnellen Weiterfahrt ins Heilige Land zu hindern. Der Schlachtplan der Mamluken ist auf Baybars zurückzuführen. Der kriegserfahrene Kipchake setzte auf Hit-and-Run-Taktiken, um die Mongolen zu einem Großangriff zu provozieren. Dann täuschte er einen plötzlichen Rückzug vor. Doch Hülegü wurde übermütig und griff mit seiner gesamten Armee im Rücken die fliehenden Mamluken an. Ein schwerwiegender Fehler. Denn als die Mongolen das Hochland erreicht hatten, wurden von überall flammende Pfeile auf sie geschossen. Die Mamluken rückten dann mit ihrer Kavallerie vor. Die Mongolen waren von allen Seiten eingezingelt. Da zur gleichen Zeit die syrischen Verbündeten der Mongolen das Schlachtfeld verließen, kam es zu einem erbitterten Nahkampf Mann gegen Mann. Laut den Quellen hatte Kutus aus der Ferne zugeschaut. Als er dann erblickte, dass die linke Flanke der Mamluken von den verzweifelten Mongolen fast besiegt worden war, denn die Mongolen suchten eine Fluchtmöglichkeit, legte er seinen Helm ab, damit ihn alle Krieger erkannten. Dann ritt er in Windeseile auf das Schlachtfeld, stieß einen religiösen Ruf aus und motivierte die Mamluken, noch härter zu kämpfen. Nur wenige Mongolen konnten fliehen. Kitbuka starb auf dem Schlachtfeld, ebenso wie die meisten seiner Soldaten. Im Anschluss ließen die Mamluken nicht locker. Nur 5 Tage später eroberten sie Damaskus von den Mongolen zurück und im Oktober die Stadt Aleppo. Die geopolitischen Folgen der Schlacht waren sofort erkennbar. Zum ersten Mal hatte ein gegnerisches Heer die Mongolen auf dem Schlachtfeld besiegt. Und dabei waren sie zahlenmäßig gar nicht überlegen gewesen. Im Gegensatz zu den Erzählungen über gewisse Kreuzzüge in Nürnberg war das auch keine Erfindung. Aber die Mamluken wurden tatsächlich zu Legenden. Die Mongolen waren nun nicht mehr unbesiegbar. Sie würden zwar später immer wieder in die Levante eindringen, aber jedes Mal waren sich die Verteidiger bewusst, dass sie es mit Menschen zu tun hatten und nicht mit Ungeheuern, mit magischen Kräften.
Eigentlich war der Sieg auch ein politischer Erfolg für die Mamluken, die das Heilige Land ebenso wie das neue Abbasiden-Kalifat in Kairo vor den Mongolen hatten schützen können. Aber auf dem Weg zurück nach Ägypten wurde Kutus Opfer einer Verschwörung. Er hatte Baybars gewisse Privilegien als Lohn für seine Arbeit in Ain Jalut versprochen, dies aber nicht in die Tat umgesetzt. Deshalb fühlte sich Baybars hintergangen. Am 24. Oktober streckte er mit eigenen Händen Kutus nieder. Kurz darauf rief er sich zum neuen Sultan aus und diesmal erkannte die gesamte Armee der Mamluken seine Herrschaft sofort an. Denn bei aller Ehre, die Kutus angesammelt hatte, nach all den Jahrzehnten der Verdienste im Krieg hatte Baybars zweierlei bewiesen. Er war ein fähiger Krieger zu Fuß, zu Pferd und auf dem Kamel, aber auch ein kompetenter und intelligenter Anführer auf dem Schlachtfeld. Seine Taktiken hatten den Mamluken zuerst gegen die Kreuzfahrer, dann gegen die Mongolen zum Sieg verholfen. Der neue Sultan übernahm umgehend viele der Bahri-Mamluken in seinen Führungsstab in Kairo auf. Außerdem schlug er viele Rebellionen nieder. Nur wenige Wochen später hatte ein Ayyubiden-Statthalter in Damaskus, von Kutus eingesetzt, gegen Baybars Herrschaft rebelliert. Kurz darauf die persönlichen Mamluken des Kutus. Baybars entledigte sich beider Gefahren. Und im Gegensatz zu den anderen Sultanen vor ihm, As-Salih, Aybak und Kutus, wusste Baybars, die Menschen für sich zu gewinnen. Der asiatisch aussehende kipchakische Türke aus der Steppe, groß mit blauen Augen und angeblich sogar blond, übernahm für 17 Jahre die Kontrolle über das Mamlukensultanat in Ägypten. Er integrierte dann den Großteil der Levante in sein Reich, schlug die Kreuzfahrer und Mongolen immer wieder erneut in die Flucht. Dank seiner Fähigkeiten und auch aufgrund der geopolitischen Umstände verlagerte sich das Zentrum der islamischen Welt vom Gebiet Irak-Iran nach Ägypten. Er schaffte es sogar, das bis dahin als uneinnehmbar bekannte Königreich Makurien in Afrika zu erobern. Nach insgesamt 38 Feldzügen und 15 Schlachten, an denen er selbst teilgenommen hatte, hatte sich Baybars zu einer Leitfigur für alle Mamluken, aber auch Muslime und darüber hinaus Turkvölker im Orient etabliert. Bei Ain Jalut benutzte er als erster Herrscher überhaupt die neuen Handfeuerwaffen aus China, um die Mongolen in die Flucht zu schlagen. Im administrativen Bereich baute er die Post in Ägypten aus, sodass Nachrichten von Kairo nach Damaskus nur innerhalb weniger Tage zugestellt werden konnten. Wobei das an ein ähnliches System bei den Mongolen erinnert. Jedenfalls ließ Baybars viele Brücken, Kanäle, Häfen und Moscheen bauen. Er unterstützte finanziell den berühmten arabischen Mediziner Ibn al-Nafis und aufgrund der hohen Stellung der Katzen im Islam fügte er in seinem Nachlass einen speziellen Garten in Kairo ein, der die Katzen der Stadt mit Unterschlupf und Nahrung versorgen sollte. Aber es warteten bereits neue Gefahren am Horizont. Die Mamluken regierten zwar für einige Zeit stabil über ihr Territorium, doch sowohl von außen als auch dem Inneren des Reichs warteten viele Figuren nur darauf, die Herrschaft der Bahri-Dynastie zu beenden.